Willkommen Leute hier bei Geos Opening. Sehr schön, dass ihr hier wieder dabei seid. Leute, vorab schon mal einen herzlichen Dank an euch allen, die mich hier kräftig abonnieren, supporten, kommentieren, Daumen da lassen, Glocke aktivieren. Leute, ihr seid die Besten. Das, was die letzten Tage hier abgegangen ist auf meinem Kanal, ist der absolute Hammer. Ich danke euch, denkt dran, ich lese mir jeden Kommentar durch. Das ist super, das Feedback ist mega, ich freue mich total. Und jetzt kommen wir direkt zum Video. So, um nicht lange um den heißen Brei herumzureden, meine Lieben, wir haben hier was richtig Tolles, und zwar von der Übersee. Wir haben diese tolle Box hier für euch, Leute, schaut euch die an. Das ist die Mythical Squishy Premium Collection, Leute. Squishy, jetzt, die meisten kennen das hoffentlich von euch, ich zeig's euch mal hier vorne. Das sind diese schönen Figürchen hier, die mit dabei sind, die kann man so schön eindrücken. Das werden wir gleich beim Opening sehen. Dann haben wir noch hier 8 Booster insgesamt. Das sind verschiedene aus Schwert und Schild, Leute. Diese schöne Box machen, Leute, auch. Seid gespannt, Leute. Viel Spaß. So, meine Lieben, dann schauen wir mal, was uns hier drinnen so erwartet. Wir machen das schöne Ding auch. So, Leute, wir haben hier die Squishies. Ein Mew. Ein schüchternes Celebi. Ich will uns noch nicht so richtig anschauen. Und ich habe ein Victini, was sich übertrieben freut, hier rauszukommen. Dann schauen wir mal hier rein. So, befreien wir das mal Ganze von dem Plastik hier. So. Der kann weg. Dann gucken wir uns erstmal die Squishies an. Fangen wir mit Mew an. Oh, Leute, das ist cool gemacht. Das gefällt mir, Leute. Das gefällt mir. Richtig schön. Kann man so reindrücken. Und verformen. Dann haben wir hier das schüchterne Celebi. Stramm steht er. Geil. Sehr, sehr schön. Geil. Und natürlich noch ein Victini. Wow, das freut sich, Leute. Das Victini freut sich, würde ich mal sagen. Mega. So, dann schauen wir uns mal die Promokarten an. Ja doch, ich kriege die erste schon mal hier sehr gut raus. Das Mew. Sehr, sehr schön. Gefällt uns. Das kommt auch in die Sammlung. Sorry, es ist nicht... Ah, falsche Aussage. Sorry, Leute. Es ist keine Promokarte. Das ist Flammende Finsternis. Da ist dieses Mew her, Leute. Sehr, sehr schöne Karte. Das Victini, wie ihr hier sehen könnt, und das Celebi. Die zwei, die sind aus dem Base-Set aus Schwert und Schild. Dann schauen wir mal, was uns hier drin für Booster erwarten. Haben wir nämlich ein paar, nämlich 8 Stück hier. 8 schöne Booster. Gucken wir uns die mal an. Leute, die Squishies sind mega, wirklich. Davon sollte die Pokémon Company wirklich mehr machen. Und hoffentlich auch bald für Europa mal erhältlich, dass wir hier auch so schöne Squishies sammeln können. So, meine Lieben, ich lasse sie dreimal hier liegen und wir schauen uns mal, was sie uns hier für Booster erwarten. Wir haben hier Clash der Rebellen, Drachenwandel, Kampfstile, Farbenschock, Drachenwandel, Schauergeherrschaft und noch einmal Kampfstile. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir fangen mit Clash der Rebellen an. Schauen uns mal an, was uns hier drin erwartet. In diesem schönen Pack, ob wir einen Hit ziehen. Ich ziehe die mal so runter, weil bis zur Mitte ist es dann nicht so weit. Mr. Mime haben wir hier, ein Snoove, ein Smogon, ein Shinx, ein Litwick, hier Reverse und die Rare ist nicht vorhanden. Nee, sorry, so. Oh! Ein paar Tiranaya V-Max, Leute. Rainbow, das ist doch geil, das fängt doch geil an. Leute, Remax Rainbow, Leute. Richtig, richtig schön. Die legen wir hier vorsichtig hin. Das hat doch gleich gegönnt, gleich am Anfang. Hier der Code für euch. Schön, sehr, sehr schön. Machen wir weiter mit Kampfstile. Leute, erste Booster und schon so eine schöne Rainbow-Karte. Schade, dass ich Clash der Rebellen nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, weil mir das Set persönlich nicht so gefallen hat. Aber Leute, es gönnt trotzdem. So. Korbfisch, ein Salandit, ein Rolikoli. Habe ich wieder zwei genommen. Ein Espur. Schönes Sepehier, was wir dann. Und die Rare ist ein Quicketune V, Leute. Der nächste Hit. Ja, das läuft doch. Das läuft doch hier super. Geil. So kann das weitergehen. Sehr, sehr schön. Dann machen wir weiter. Kampfstile. So. Dann schauen wir mal. Ein Sparrow. Ein
Zu, ein Cherubi, ein Silikorba, ein Mikfu, ein Bronzer Reverse und die Rare ist ein Beatracking, ein Kingdra in Holo, Leute. Den, na klar, das nehmen wir auch als Hit. Warum denn nicht? Das ist doch geil, Leute, das gönnt. Das gönnt ja richtig. Hier einmal der Code für euch. Weiter geht's mit Schaurige Herrschaft. Sehen, was ist da heute, Leute? Drei Booster? Drei Hits? Ja, da ist doch der Geo zufrieden. So, ein Tressel haben wir hier. Ein Quillfish. Ein Heracross, ein Scarabon. Ein Clastform, Sonnform war das. Ein Sphere. Ein schönes Nebulak Reverse und die Rare, ein Gengar Holo, Leute. Ein sehr, sehr tolles Artwork übrigens. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir. Kommt hier mit dazu. Boah, bis jetzt. Hat gegönnt. Was machen wir? Nee, Farmshock zuletzt. Ich liebe Farmshock und Drachenwandel ist auch ein Megaset. Ach komm, dann machen wir Drachenwandel auch. Machen wir Drachenwandel auch. So, der kommt zur Seite. Ein Litleo, ein Lothar, ein Teddy Ursa, ein Kyogonal, ein Nikit, ein Seismitoad, Rivers und die Rare, ein Drampa, Shenlong, glaube ich, ja, Shenlong in Deutsch. Sehr schönes Artwork, gefällt mir auch. Legen wir mal hier beiseite. Und der nächste bitte. Einmal der nächste bitte, Leute. So, ein Slacko, ein Goslipper, ein Luftdisk, ein Fletching, ein Chinchu, ein Tentacher hier als Reverse und die Rare, ein Farbigel, Leute, ein Farbigel ist die Rare. Ja, schade, 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 Drachenwandel hat nicht gegönnt, aber wir haben ja noch zwei Booster Farbenschock. Vielleicht kommt ja da noch das eine oder andere noch dabei raus, da bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Ein Supet, ein Pochena, ein Voltoball, ein Rockruff, ein Talo, ein Manatrick Reverse und die Rare. Ah, schade, ein Maulot haben wir hier, Leute. Schade, 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 schade. Schön beiseite. Letzte Pack, Leute. Letzte Pack. Drachenmantel. Drachenmantel, ja, na super. Farmschock, meine ich. Machen wir jetzt auf. Gucken, was uns hier drin erwartet. Da bin ich gespannt. Und was ziehen wir hier? Ein Aroguda, ein Seedot, ein Pumpy, ein Supet, ein Pochena, eine Trainercard Reverse und ein Gala Mauzinger haben wir hier, Leute. Oder ein Gala Mauzi ist das, oder? Ne, ein Gala Mauzinger, sorry. Ein Gala Mauzinger ist das. Das ist die Rare. Schade. Drachenwandel und Farmstock, mein Lieblingsset, haben nicht gegönnt. Aber Leute, wir können uns nicht beschweren. Wir haben hier eine Rainbow-Karte, eine V-Karte und zwei Holo-Karten aus 8 Boostern. Und natürlich für Sammler, Leute, sehr, sehr geil. Diese drei Squishies, die sich übertrieben freuen, würde ich mal sagen. Oder wie seht ihr das? Leute, wenn euch das Opening gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert diese Glocke, Leute. Wir sehen uns bald wieder. Da kommt bestimmt noch etwas auf euch zu. Bis bald, bleibt alle gesund.